Ja, hallo zusammen. Heute möchten wir uns mal die mobile Klimaanlage der Firma De'Longhi anschauen, vom Typ Pinguino EX100 Silent. Genau, das ist eine mobile Klimaanlage mit üblichem Funktionsumfang, nämlich hier auch einem Abluftschlauch, den ihr da schon links an der Seite seht, und dann entsprechend den Ausprägungen der unterschiedlichen Betriebsmodi, die ich euch jetzt einmal vorstelle. Wir gucken uns das Gerät einmal ausführlich an. Ja, erst einmal zu den Maßen. Wie kommt es daher? Wir sehen hier, ja, es ist also ungefähr 80, 82 cm hoch an der höchsten Stelle. Ist ja so grob 40 cm breit. Und wir gucken uns auch nochmal die Tiefe an, die liegt bei ja, roundabout 30 cm. Aber ihr seht hier hinten der Abluftschlauch, der trägt nochmal ordentlich auf. Damit habt ihr also locker, das messe ich euch hier gerne auch nochmal, bis zu einer weichen Kurve 70 cm hier am Start. Genau. So, und wenn wir das Ganze dann mal in Betrieb nehmen, dann sieht es so aus, dass wir hier natürlich das Bedienfeld am Gerät selbst haben. Und was passiert dann? Das Ganze initiiert sich. Und zwar in dem letzten Betriebsmodus, wie ihr es zuletzt gestartet habt. Und ihr seht hier schon unterschiedliche Funktionalitäten, nämlich dass hier oben einmal das Ganze sich bewegt, um eine gleichmäßige Verteilung der Luft zu ermöglichen. Und wir haben hier unterschiedliche Betriebsmodi. Das hier ist gerade die Belüftung. Dafür, das ist im Prinzip eine Ventilatorfunktion, hier also ohne Klimatisierung. Ihr seht hier der Ausluft, die Abluft geht, nee, der Ausgang für die Luft geht auf und ab. Das könnt ihr auch ausschalten. Das ist nochmal der Modus. Und das hier ist die Intensität. Die können wir auch hierüber stärken. Und dann geht die Ventilation entsprechend in der Intensität hoch und runter. Den Modus könnt ihr einstellen zwischen drei unterschiedlichen: der Belüftung, der Entfeuchtung und der Klimatisierung. Das hier ist die Belüftung. Ich mache erstmal wieder aus. Wir haben auch eine Fernbedienung dazu. Die bietet auch nochmal alle und sogar mehr Funktionen als am Gerät selbst. Ihr könnt den Modus einstellen. Ihr könnt die Zieltemperatur einstellen. Ihr könnt hier sogar einen Timer einstellen, nach wie lange, also bis maximal 6 Stunden meine ich. Wann soll das Gerät ausschalten? Ihr könnt hier entsprechend die Bewegung des Auslasses ein- und ausschalten und einen Silent-Modus aktivieren, den ich euch gleich nochmal zeige. Und das hier ist eine, ja, Feel-Good-Funktion, indem man versucht, ausgewogen Belüftung, Entfeuchtung und Klimatisierung herzustellen. An Aus haben wir natürlich auch. Wir schalten das Gerät nochmal ein und machen einmal die Bewegung von dem Auslass aus. Das heißt, er justiert sich hier einmal an der korrekten Stelle und dann sind wir eingeschwungen. Wir ändern den Modus auf die Modustaste. Das ist jetzt der Klimamodus. In dem Moment müsstet ihr auch die Abluft entsprechend aus dem Fenster führen, denn jetzt strömt da entsprechend die Luft, die Abluft raus. Mit Plus und Minus stellt ihr die Zieltemperatur ein, die das Gerät erreichen soll. Und ich mache erstmal wieder aus. Nein, ich zeige euch noch den Silent-Modus. Ich hoffe, ihr hört es. Es wird ruhiger dann tatsächlich. Also wird der Wirkungsgrad auch schlechter sein. Aber tatsächlich ist es erträglicher. Ja, den Geräuschpegel hört ihr vielleicht. Natürlich hört man die Maschine in seiner Aktion deutlich, muss man sagen. Zum Nebenher schlafen ist es nichts, aber die Effizienz ist auf jeden Fall gegeben. Er schafft also wirklich gut den Raum hier von, ja, 15 Quadratmeter Größe gut herunterzukühlen, von 27 auf 20 Grad. Das passiert schon wirklich gut und in endlicher Zeit.
Ja, damit seid ihr, glaube ich, einmal durch die wesentlichen Funktionen. Die Entfeuchtungsfunktion habe ich selber jetzt noch nicht ausprobiert. Den Ablaufschlauch, das ist natürlich dann nochmal eine kleine Partie für sich. Den müsst ihr natürlich vernünftig in Verwendung bringen, damit er aus dem Fenster gucken kann und nicht zu viel warme Luft reinzieht auf der anderen Seite. Das gilt es dann an den individuellen Gegebenheiten anzupassen. Ja, also hier bis hierhin ein kleiner Überblick darüber, was das Gerät so leistet und wie es sich bedienen lässt.